Leute, das ist unsere Podcast-Ecke. Also da drüben kann man natürlich auch noch sitzen. Zumindest theoretisch. Jetzt sitzt da jetzt unser Kollege. Sollen wir hier so ein bisschen Platz schaffen, damit das auch klappt hier. Damit ihr auch was davon habt. Naja, so in der Art. Ne? So, könnte man jetzt meinen. Ja, warum mache ich das jetzt hier? Ich will das einfach nur mal ausprobieren. Man kann sich jetzt hier so locker hinflitzen, eigentlich. Und noch eigentlicher. So, ist das was sicherer. Nee, hier ist ein Fenster eigentlich. Und da habe ich aber so ein Greenscreen. Den werde ich demnächst da statt Fenster haben. Nicht, weil ich das Fenster wegmache, sondern weil da kann man was einblenden, was man gerne hätte. Das ist einfach gut. Ne? So, grob. Aber ich habe noch einen anderen Auftrag, den ich euch eigentlich geben möchte. Euch. Deswegen erscheint dieses Video jetzt auch quasi doppelgleisig. Und zwar einmal auf YouTube als Animation und Nachdenkauftrag. Und andererseits auf Twitch auch mal wieder zwischendurch so als Vorspann. Muss ich mal gucken, was man da so Schönes halt immer mal mischen so ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall. Hatte ich so, das habe ich schon länger, ein paar Tage oder ein paar Wochen, Monate sogar schon, immer mal wieder kommt mir so ein Gedanke, könnte man ja eigentlich mal eine richtig gute Show rausmachen. Und ich will euch da mal erzählen, was ich mir überlegt habe. Jetzt muss ich auch nicht dieses Handy hier anmachen, weil meine Überlegung steckt jetzt in diesem Handy hier drin, irgendwo in der Tiefen des Wahnsinns. So. Ja, machen wir das Aktuellste und Neueste zuerst. Ist uns heute Morgen quasi irgendwo unterwegs eingefallen bei ein paar guten Leuten. Irgendwie mal Steuern gibt es ja jetzt mittlerweile für alles, sogar für Kraftfahrzeuge. Da haben sie jetzt nicht nur Spritsteuer und Kraftfahrzeugsteuer, jetzt machen sie auch noch Wegezoll, nennt sich dann Maut. Aber ist eigentlich dasselbe, nur dass die jetzt nicht mehr alle paar hundert Kilometer Zollhäuschen haben, sondern dass die jetzt quasi frei skalierbar an jeder Aus- und Einfahrt von irgendwas, an jedem, überall können sie jetzt messen und dann sagen, ja, bezahlt 2 Kilometer Geld, ne, so ungefähr. Also das ist schon ziemlich heftig, weil unsere Volkswirtschaft beruht ja auf Mobilität und angeblich sollte es ja gut sein für Bürger, aber allein mir fehlt, nein, also mir fehlt nicht der Glaube. Ich glaube, nein, ich hoffe, dass ich es glauben kann. Weil wenn ich es weiß, dann sieht es ganz schlecht aus. Sieht es ganz schlecht aus. Weil, also ich glaube, dass das gut geht. Aber ich weiß, dass das nicht so ist. Das Problem im Glauben ist eben genau, dass man das nicht weiß. Ne? Und weil, ne? Also das ist ganz, ganz ein Übles. Na, wie auch immer. Aber jedenfalls kamen wir da so diskutieren und Spaßes haben. Und echt. Ne? Und eine Gedanke war dann, man könnte demnächst auch nochmal also Sonnenlichtsteuer, ne, erfinden. Wir haben ja Erfindungsfreiheit, ne, Steuererfindungsfreiheit, ne, kann man ja haben. Also wie gesagt, Sonnenlichtsteuer könnte man mal haben. Also, ne, und dann war dann gleich der Gedanke, wow, da gibt es aber das Leute, die die ganze Zeit nicht ins Sonnenlicht gehen, sondern erst nur Vitamin D futtern in der Hoffnung, dass sie keine Steuern zahlen müssen. Also erstens müssen sie garantiert die Medikamente Vitamin B bezahlen, dann gibt es demnächst eine Vitamin D-Steuer. Oder man gibt auch vielleicht, das einfach zu handhaben, eine Schattensteuer. Oder eine Nachtsteuer, also Tagsteuer, Nachtsteuer, also irgendwie so, auch eine Steuer. Und weil man dann eben so auf dem Weg war, habe ich mir gedacht, naja, also eigentlich, und deswegen komme ich jetzt zu dem anderen Thema, eigentlich könnte man da jetzt auch eine neue Berufsart von entwickeln, also Weiterbildung bis zum 95. Lebensjahr, falle ich dann ja auch noch rein, danach kommt dann die pubertäre Reife. Aber bis dahin kann man sich ja voll ausleben und das könnte man jetzt quasi Weiterbildung von der Windel bis zur Rente, damit man also nicht in der Statistik auftaucht als jemand, der eigentlich gar nicht weiß, was er soll. Und, aber man könnte dem jetzt identitätsschöpfend einfach was an die Hand geben, wo er sich so richtig ausleben kann. Da gibt es aber auch schon eine ganze Menge Leute auf dem Markt, das ist schon cool. Und zwar nennt er Fachkraft für Steuererfindung. Ne? Also so Leute, die sich dann einfallen lassen, so wie ne, Sonntagabends Ausgehsteuer oder Disco-Eintrittssteuer oder noch besser ist Disco-Austrittssteuer, weil wenn man rauskommt, weiß man ja eh nicht mehr so ganz, was läuft und dann zahlt man dann auch immer mal gerne einfach mal eine Disco-Austrittssteuer. Aber das ist wie gesagt nur ein ganz kleiner Teil von dem, was ich da habe oder was es da so gibt. Ich habe da noch ein paar mehr Gedanken, die muss ich noch jetzt erstmal suchen
Und zwar, genau, da ist es. Job Talk Dschungel. Ne? Also einfach, lass mal gucken. Man könnte jetzt Fachkräfte für Doppelpunkt oder dann Pünktchen, egal, ne? Für Pausenorganisation. Also Fachkraft für Pausenorganisation. Was machen die da für einen Krach? Ich glaube, ich mach mal. Nee, das geht nicht mehr. Irgendwie da, ne? Und Flugzeuge hier, ne? Nicht nur Linienflugzeuge, auch private, so brumm, ne? Die fliegen hier freizeitmäßig rum. Na gut, ist ja auch schön Wetter. Nur draußen kann man halt nicht filmen, weil es einfach zu krass hell ist. Da müssen wir uns jetzt auch noch was einfallen lassen demnächst. Auch wenn wir am Strand irgendwo sein sollten, wenn irgendwo Wind ist und so. Ja, Mikrofone mit so einem Fell einhausen. Da müssen wir mal gucken. So, also wie gesagt, Fachkraft für Pausenorganisation. Das ist quasi der Inbegriff von Faulenzer. Ja, also Faulenzer gleich Fachkraft für Pausenorganisation. Oder Fachkraft für Dauer-WhatsAppen. Also Schüler. Also wisch, immer ist die ganze Matschscheibe sauber und dann ist er quasi, ne, also Fachkraft für WhatsApp. Also Schüler. Dann gibt es Fachkraft für soziale Integration. Also man könnte jetzt das schön sagen, aber man kann auch sagen, andersdenkendes Auslöschen. Also kulturelles Einverleiben heißt ja, dass das kulturell andere integriert wird und folglich das nicht mehr anders ist. Also Variante 1 heißt, das ist jetzt so wie sagen wir, die Physik der Kultur. Ne? Große Kultur einzelner Fremder integriert sich. Große Kultur wie viele Fremde, das ist so ein bisschen, wir gehen in die Richtung, aber die Masse bewegt sich auch in die Richtung. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn der Mond die Sonne anzieht. Die Sonne ist ziemlich groß, der Mond wird kleiner. Und dann zieht der Mond sich mehr zur Sonne hin. Aber tatsächlich auch die Sonne zum Mond, so ein ganz bisschen. Ganz, ganz bisschen. Ne? Oder durch die ganzen Galaxien, die irgendwie. Ne? So könnte man das jetzt auch bei den sozialen Integrationen sehen. Ne? Also einzelne, nicht integrierte ziehen jetzt diese ganze Masse des sozialen, kulturellen Wahnsinns auf ihre Seite. Und nur ganz kleines bisschen selber kommen sie da rein. Je nachdem, wie groß und wie stark die jeweiligen Gruppen sind, ist die Anziehung so stark. Dann ist auch schon wieder eine Abstoßung endet. Dann ist ja quasi wie als wenn so ein schwarzes Loch explodiert. Eigentlich saugt das alles an, aber irgendwann ist die kritische Masse und dann macht das Bumm. Ne? So ähnlich könnte man das. Ne? Also Fachkraft für soziale Integration ist andersdenkende Auslöschen. Ne? Also jedenfalls das irgendwo, nicht die Andersdenkenden, aber so das Andersdenken als solches. Ne? So. Dann gibt es natürlich auch hochwissenschaftlich und wertvoll Berufe wie Fachkraft für Sesselfurzen. Ne, also das ist einfach so, man sitzt da sein Leben aus. Und damit man zwischendurch auch mal so ein bisschen abheben kann, muss man intensives Fachkraft für Sesselfurzen sein. Dann hat man so einen kleinen Luftspalt mehr. Ne? Aber eigentlich sollte man, das hat man auch so teuer für Furzen. Wieso? Naja, ich meine, damit stößt man ja auch Gase aus, die die Ozonschicht schädigen. Ne? Dann könnte man jetzt sagen, das müsste man auch mal besteuern. Oder zum Beispiel auch Fachkraft für Ausatmen. Ne? Da kommt ja immer Kohlendioxid raus und Kohlen, keine Ahnung, irgendwann mit Kohle auf jeden Fall. Also Kohle kommt sowieso beim Atmen raus, also egal was du machst. Irgendwie kommt Kohle, also zumindest zum Start. Beim Kohlenausatmen, also beim Kohlendioxidausatmen, gibt es natürlich Umweltgase und die müsste man dann eigentlich auch besteuern. Vielleicht sollte man das mal wie bei Autos so ausrechnen, dass jeder so ein Katalysator in die Nase kriegt oder so. Und dann misst man auch dann, wie viel das ist. Und kleine Babys müssen dann weniger zahlen als Erwachsene. Dicke Leute mehr als dünne oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ne? So, dann gibt es noch Fachkraft für Mitwisserschaft. Könnte man auch noch haben. Fachkraft für Mitwisserschaft ist eigentlich jemand, der in solchen großen Konzernen oder in solchen Büro-Dingern, behördenartig, sonst wie irgendwie rumhängt, genau weiß, was da für ein totaler Scheiß auf die Menschheit losgelassen wird und der sagt nichts. Da steht keiner auf, macht die Zähne auseinander. Nein, nix, Arschmutzeng auseinander. Nein, Schnauze halten. Ne? Man kann nicht ja verstehen, die müssen ja dann am Monatsanfang am Girokonto genug Kohle haben. Die atmen das ja nicht aus, sondern das sind ja die, die woher kriegen müssen. Ne? Also,
Insofern kann ich das verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Fachkraftwissenschaft ist quasi so weit verbreitet. Eigentlich braucht man dafür gar keine Weiterbildung. Also mit Wissenschaft ist da was, was man auch ohne Wissen haben kann. Versteht ihr? Ne? So. Und dann gibt es noch Fachkraft für Flipchart-Bestückung. Also das ist jetzt quasi so jemand, der vorne irgendwie noch nicht so ganz weiß, wie PowerPoint geht. Und dann macht man das noch Old Fashioned mit Filzstiften, so tolle Gemälde. Habe ich auch. Da müsst ihr mal Flickr, wenn wir gucken, Flickr-Pyramidalist, ne? Habe ich auch so das eine oder andere. Ganz tolle Zeichnungen eigentlich. Dann könnt ihr euch auch downloaden und auf welche T-Shirts drauf. Da kommt demnächst noch mehr. Downloaden auf T-Shirts drucken und dann seid ihr voll in der auf Woge. Das sind also kulturelle Mahnmale oder sagen wir, wie sagen wir, Meilensteine des andersdenkenden Wahnsinns. Also wie gesagt, Pyramidalist, Flickr. Also Fotos halt einfach nur. Ne? So. Dann kann man ja auch noch überlegen, also Fachkraft für, das ist jetzt was Konstruktives, das ist immer auch mal was Gutes. Ne? Also Fachkraft für systematische Produktinnovation. Ne? Erfinder, da könnte man ja mal einfach so Erfinder als Beruf entwickeln. Also so Fachkraft für systematische Produktinnovation. Da hätten die Erfinder auch mal was, wo sie auf die Schulter geklopft liegen, weil ansonsten werden die alle nur verarscht. Nicht alle, alle ein bisschen weniger, aber die meisten. Ne? Der Medienerfinder kriegt das in den Hintern und muss bezahlen. So, was haben wir noch? Achso, Fachkraft für Nikotinkommunikation. Also Fachkraft für Nikotinkommunikation. Rauchereckensteher. Also das könnte man jetzt auch so machen. Also Fachkraft für Nikotinkommunikation. Das ist die kritische Masse, die immer überwunden werden muss, um einen gruppendynamischen Prozess halt in Gang zu setzen. So, wofür diese ganze Liste? Eigentlich war da so ein Gedanke, da kann man ja total lustigen Scheiß mitmachen. Ne? Überleg mal, also entsprechenden Ämtern gibt es so Listen, was gibt es eigentlich für Jobs? Was gibt es eigentlich für Berufe? Was gibt es eigentlich für Ausbildungsberufe? Und wenn man die Liste sich mal anguckt, davon ist ungefähr die Hälfte, so da steht dann das Kommentar dahinter, nicht mehr aktuell oder so. Und die andere Hälfte unterteilt sich in ernst gemeintes und ernst gemeint komisches. Und deswegen kam ich da so drauf, ne, dass man sowas auch mal erfinden könnte. Und vielleicht habt ihr noch gute Ideen. Ne? Also so Fachkraft für, hast du nicht gesehen, hier unten drunter schreiben. Oder bei Twitch dann mal den Channel wechseln, auch mal YouTube, das Video suchen und dann drunter schreiben. Geht auch. Ihr setzt aber das Skill-System voraus. Also im Sinne von Fachkraft für Pyramidalist-Channel-Hopping. Das geht also einmal von Twitch nach YouTube und dann auch wieder zurück zu Twitch. Hey, cool. Ne? Also das ist quasi, dann kriegt man dann auch ein Zertifikat. Da kann man sich dann mit Flickr auch ausdrucken. Ne? Fachkraft für oder kannst du mit der Hand was drunter schreiben. Das ist eine gute Idee. Das werden wir mal als Mersch machen. Mersch, Merchandise. Ne? Fachkraft für so draufdrucken und darunter dann Certified by Pyramidalist. Wie so ein Scheiß. Ne? So, ja, das werden wir mal. Also finde ich eine coole Idee. Also ihr habt jetzt quasi live... Wie hieß das vorhin noch? Was? Fachkraft für systematische Produktinnovation. Erfinder. Hey. So, also wie gesagt, das wollte ich euch noch ganz kurz näher gebracht haben. Ich hoffe, das hat ein bisschen euch erleuchtet. Also zumindest. Hm. Und jetzt cutte ich den Stream, schneide den kurz zusammen, stelle den on und dann gehe ich auf Twitch on und dann könnt ihr den Krempel gucken. Also bis dann.